Hallo, Studio TV Jan hier. Es ist Mittwoch, wir haben den zweiten Tag wieder geöffnet und vor uns seht ihr das Funhaus. Vielen, vielen Dank an Holger und Steffi, die uns die ehemalige Festhalle, das Funhaus, zur Verfügung gestellt haben. Das ist der Platz, von dem ihr kommt. Ihr geht in die Festhalle durch den Vordereingang hinein. Das ist der Platz, auf dem ihr geparkt habt. Das heißt, der Parkplatz der Festhalle. Okay, drehen wir wieder zurück. Der Zugang ist übrigens über die Freudenthalstraße. Ihr kommt hier rein und findet hier erstmal einen Tisch, auf dem ihr ein paar Sachen habt. Zum einen die Regeln, dieser Zettel liegt an allen Ecken und Enden. Dann die 40 Wäscheklammern. 40 Personen dürfen in das Studio hinein. Ihr nehmt euch eine Wäscheklammer mit, klemmt sie an eure Klamotten dran oder an eure Tasche, was auch immer. Wenn der Korb leer ist, darf keiner mehr herein. Hier, direkt daneben, ist unsere erweiterte Hausordnung. Die müsst ihr uns beim ersten Mal unterschreiben. Das heißt, das erste Mal, dass ihr nach der Wiedereröffnung wieder hier seid, werdet ihr euch das einmal durchlesen dürfen und mit Klarschrift und Unterschrift euren Namen eintragen. Danach geht ihr hier an den Check-in, wo Annika euch schon erwartet oder jemand anders. Alle Studiomitglieder checken sich hier mit dem Scanner ein, wie sie das schon kennen. Alle Quali-Trainer checken sich hier mit Quali-Train ein. Alle Quali-Train-Trainierer, alle 7er-Kartenbesitzer, alle 12er-Kartenbesitzer müssen sich hier auf dieser Liste noch zusätzlich eintragen mit Startdatum, Startuhrzeit und Enduhrzeit. Das brauchen wir natürlich, um im eventuellen Infektionsfalle alles nachvollziehen zu können. Hier ist der erste kleine Wegweiser. Da geht es zum Ablegen der Tasche und zum Garderobenständer. Die Taschen könnt ihr da entweder bei der Garderobe mit hinstellen oder vorne auf die Tische legen, ebenso die Schuhe unter die Tische drunter oder da vorne an die Garderobe. Ihr geht weiter, kommt an dieses Schild. Entweder ihr geht links zu den Männern auf die Toiletten oder rechts zu den Frauen auf die Toiletten, wascht euch dort die Hände, kommt dann zurück und desinfiziert euch hier an dem Desinfektionsgerät die Hände. Gut, das hatten wir schon. Ihr wechselt die Schuhe, legt eure Taschen dahin und dann seid ihr schon in unserem Trainingsbereich. Hier habt ihr außen herum auf der hellen Fläche die Cardiogeräte, in der Mitte die Matten. Ganz in der Mitte zentral steht ein Podest, auf dem die ganzen Kleingeräte sind. Auf der anderen Seite habt ihr die großen Cardiogeräte, Crosstrainer und Laufbänder. Und da kommen wir jetzt gerade direkt auf den Tisch zu. Hier steht nämlich ein wesentliches Element und das sind unsere Sprayflaschen. Und das Papier. Leider Papier, vielleicht kriegen wir irgendwann noch eine andere Lösung hin. Im Moment ist es einfach so. Ihr müsst nach jeder Nutzung eines Gerätes, egal ob das ein Bauchtrainer ist, wie dieser hier, oder eine Kurzhantel, wie diese hier, oder ein Crosstrainer, ihr müsst nach der Nutzung die Griffe desinfizieren. Das heißt, die Kontaktflächen der Bereiche, die ihr angefasst habt. Hier in der Ecke geht es dann noch schon weiter zum grünen Bereich. Ihr kommt auf einen kleinen grünen Kunstrasen und geht weiter in den Bereich, den ihr schon kennt. Links könnt ihr natürlich sehen, der Parkplatz ist im Moment frei. Da dürfen in einer Woche alle Kursteilnehmer parken. Alle Studioteilnehmer bitte über die Freudenthalstraße vor dem Funhaus. Hier geht ihr in den Kraftbereich rein. Die Anordnung der Geräte ist ganz ähnlich. Wir haben einfach alles ein bisschen auseinandergezogen. Aber nach wie vor steht der Latzug in dem Bereich. Die Beinpresse steht auch an einem ähnlichen Punkt wie vorher. Und hier kommt ihr in
den gesamten Kraftbereich des Studios, der einfach nur entzerrt ist. Auch da habt ihr hier mit roten Tischen wieder eine Desinfektionsstation. Auch da müsst ihr alles, was ihr angefasst habt, desinfizieren, Kleinhandeln, Griffe, Großhandeln. Diese Ecke hier ist so ein bisschen eng nach wie vor geblieben, weil sie für uns schwer zu entzerren ist. Da wäre es wichtig, dass alle Beteiligten, die hier trainieren, im Klein- und Freihandelbereich auch einfach ein bisschen aufpassen und gucken, dass sie sich nicht ins Gehege kommen und unsere 2 Meter Abstandsregelung auch tatsächlich wirklich komplett einhalten. Hier seht ihr leider nichts. Wir schenken im Zeitraum der Corona-Krise keinerlei Getränke aus. Dürfen wir auch nicht. Das bedeutet, ihr müsst euch euer eigenes Wasser mitbringen oder was immer ihr trinken möchtet. Hier haben wir einen zweiten Check-in. Nicht um von der anderen Seite hereinzukommen, sondern ganz schlicht, um denjenigen, die draußen trainieren möchten, eine Möglichkeit zu geben, sich hier auch einzutragen. Und hier wird in einer Woche auch der TerraTools Check-in für die Kurse stattfinden. Der Bereich hier ist im Moment noch vollständig abgesperrt. Okay, im Moment ist eine Leine offen, aber Puffeffekt, danke. Gut. Wer draußen trainieren möchte, kommt auch hier an den Tresen, checkt sich ein. Das heißt, wir müssen auch da gewährleisten, dass die vollständige Rückverfolgung möglich ist. Dann habt ihr hier den abgesperrten Bereich mit dem Eingang. Oh, Hunde müssen draußen bleiben. Und hier den Eingangsteil. Und in dem Eingangsteil hier vorne Desinfektionsmöglichkeit. Für alle, die draußen trainieren, gilt auch, sie müssen zuerst nach drinnen, um dort sich ausgiebig die Hände zu waschen und dann noch die Hände zu desinfizieren. Das Häuschen bleibt zu. Wenn ihr zusätzlich zu den Geräten, die wir rausgelegt haben, etwas haben möchtet, könnt ihr das natürlich bei uns gerne erfragen, aber erstmal ist es abgeschlossen. Ja, so sieht es bei uns aus. Die Ansicht ist immer noch die gleiche. In dem Bereich hier ist im Moment gerade gesperrt. Das heißt, die Studioteilnehmer können auch nicht hier rauffahren. Da steht ein Schild auf dem Weg. In der nächsten Woche, wenn die Kurse starten, wird sich das ändern. Aber so sieht es gerade mal aus. Danke, Simon.